Lindorf? Lindorf, ja. Willst du den nicht ein bisschen gerader stellen? Nö. Ja, gut. Oh, na gut. Hast du Allrad drin? Ja, aber da musste ich gerade mitmachen. Achso. War aber vorher schon. Okay. Alter. Warte mal. Wie geht's hier? Ja, ich weiß, was das ist. Was? Und zwar ist die Kardanwelle. Ja? Komm mal her, du siehst es, da ist der Gummi verdreht. Okay. Siehst du da drin die Kardanwelle? Aber ich guck mal andere Seite. Hier so, hier. Ja, siehst du das? Siehst du den Gummi da? Ja. Der ist verdreht. Ach du Scheiße. Und das ist miteinander, das hatte Manne hoch. Ist ja so versteckt. Genau. Damit, wenn du federst, dass das funktioniert und das rausgerutscht. Scheiße. Was ist mit Rückwärtsgang? Rückwärts geht. Ja, ja. Rückwärts geht. Ja. Ja. Ich weiß auch, warum es so ist. Warum? Du hast das gleiche Problem wie André. Dein Differential ist rausgebrochen. Wirklich? Ja. Kann ich dir zeigen. Komm mal aus. Gucken, ob man es hier hoch sieht. Gucken, wo die Verschraubung ist auf der Seite. Guck mal, du siehst aber, dass das Differential schon so schräg ist. Ja. So, und andere Seite zeigt dir, wo du siehst. Warte, ich brauche mal einen Stock, dann kann ich dir das besser zeigen. Hier, so. Guck mal da hin. Warte, wo ist die Schraube? Warte. Da, wo mein Stock jetzt hingeht. Da so. Da unten. Ja, ja. Siehst ja, du das? Ja. Musst mal ganz genau hingucken. Die Schraube ist zwar drin, aber den Differential hat oben, ist nicht mehr drin. Ach so. Das sieht man ganz schlecht. Siehst du das? Ja, ja. Deswegen ist das Differential so ein Stück nach oben und deswegen ist die... Das steht noch ein bisschen schief. Genau, genau. Das muss eigentlich runter. Deswegen funktioniert es so beim Rückwärtsfahren. Ja, ja. Weil dann zieht sich das ja runter. So. Du siehst das, ne? Das, du kannst durchgucken. Du siehst das. Ja, ja, genau. Ja. Was kann man jetzt machen? Scheiße. Da würde ich dir empfehlen, einfach nach Hause zu fahren, ganz entspannt. Na, aber das ist... Klackert ja alles. Naja, müssen wir vielleicht mal mit irgendwas runterbiegen, ein Stück. Dass du wieder einrastet quasi. Oder mit Allrad fahren. Na, mit Allrad hat durchklackert. Ja, aber nur weil du hier jetzt hoch musst. Wenn du Straße fährst, ist jetzt noch. Ach so. Ja, ist ja nur wenn du lässt, dann geht's ja nach oben. Nicht, ja. Das, so. Ah, genau. Gib ihm mal einen Rückwärtsschlag, dann formt sich wieder nach unten. Ach so. Genau. Und dann musst du ganz entspannt rausfahren aus der Grube. Naja, ich versuche mal mit. Ist das so krass. Ja, ist runtergegangen, ja. Machen wir nochmal. Ja. Jetzt versuchen wir ganz entspannt mit Allrad am besten gleich. Wo ist denn dein Helm? Ah, okay. Ja, mach.
Ja. Hier müssen wir auch wegkommen. Das wäre der Vorteil bei diesen Leichtgewichten. Ja. Aber sah echt total easy aus eigentlich. Aber die Pumpe geht da schon. Bitte? Die Pumpe geht da schon ordentlich. Ja, nee, das noch nicht. Noch nicht, okay. Jetzt fahren wir unten in das Loch rein. Da. Nass oder? Was? Nass? Da hoch? Da war ich schon, ja. Oder was? Kommst du hoch da? Ja, ja. Warst du noch nie? Nee. Dann kann ich mal vorfahren. Ja. Bevor ich mich festfahre da unten. Ja? Bevor ich mich da unten festfahre. Ja, ja. Du hast aber mit Dreck geschmissen, hab ich da gesehen. Das war der Berg. Das sieht wohl immer so krass aus, wie du auch immer sagst. Ja. Ich dachte, fallst du nicht hoch, Alter. Ja, aber du, das ist krass, was die Dinger einfach machen, weißt du? Und ich habe alles mit Heckantrieb gemacht jetzt. Selbst wo ich hier vorne stand und hoch bin. Das ist Wahnsinn. Ja, ja. Ja, wirklich. Ja. Also ich bin auch sehr zufrieden mit dem Profil, muss ich sagen. Gerade was so Modder und Dreck angeht, super. Deswegen traue ich mich jetzt da unten rein. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für die Kiesgruben-Junkies. Wir griffen nach den Sternen. Handelten wie Menschen.
Wir strebten nach Erkenntnis, wir taten sie nicht einfach ab und hatten nie das Gefühl, unterlegen zu sein. Wir definierten uns nicht darüber, wen wir zuletzt gewählt hatten und ließen uns nicht so schnell einschüchtern. Wir waren in der Lage, all das zu sein und zu tun, weil wir informiert waren. Durch tolle Menschen, Menschen, die wir achteten.